Ich denke schon, dass ich das mitgeprägt habe. Die Firma gehört mir nicht, aber es ist meine Firma in dem Sinne. Ne? Wenn man im Vierteljahrhundert da jeden Tag hinfährt, dann ist es dann ist es meine Firma. Wenn ich morgens hier reinkomme, dann freue ich mich. Das ist schön, ich gehe gerne auf Arbeit. Die meisten erklären mich vielleicht für verrückt und denken hier, wie kann der mit so einer guten Laune gerade hier auftauchen? Aber es ist so. Ich stelle mir immer vor, ich würde das Instrument kaufen wollen. Und deswegen denke ich, das muss das Beste sein, was ich hinkriege. Und das fordere ich auch von den anderen. Also ich habe hier an die 50 Leute angelernt, immer wieder neue. Und das versuche ich halt weiterzugeben. Es gibt bestimmte Sachen, die kann man oder die kann man nicht. Also man kann den Uhrmacher nicht zum Schmied machen und den Schmied nicht zum Uhrmacher. Und das muss man erst mal rausfinden. Und da ich aber eine sehr gute Lehrzeit hatte mit einem sehr guten Lehrmeister, der mich daran geführt hat, deswegen ist auch das Genaue so eine Sache. Also wenn ich was mache, dann mache ich das genau. Da interessiert mich die Zeit nicht. Vielleicht bin ich dann in einer anderen Welt oder so. Aber wenn ich das mache, dann mache ich das so, wie ich das für richtig finde. Und wie ich durch die Erfahrung weiß, dass da Qualität rauskommt. Holz ist so mein Ding. Es lebt. Es lebt immer. Also Holz ist. Das Furnierbild sich angucken, wie es zusammenpasst, das ist so, was immer wieder schön ist, was irgendwas bewegt in mir. Wahrscheinlich, weil das Holz auch so verletzlich ist, weil man da viel falsch machen kann. Vielleicht haben wir uns über die Jahre angepasst, ich und das Holz. Oder das Holz und ich.